einschalten. Wir warten jetzt gerade auf ein Grand Finals. Beide Player sind schon im Raum bei Northern Impact Zone Rising. Sieben. Sieben, natürlich. Ja. Beisel wartet an der Winner Side. Von allen, die das hier geentert sind, haben es Beisel und SDN geschafft, in Grand Finals einzuziehen. Aber die sieht man häufig. Die sieht man häufig, die beiden hier. Sehr oft vertretene Gesichter, ja. Ja. Auf jeden Fall, wir können sehr gespannt sein. Ich glaube echt, das wird ein gutes Set, oder? Ja, safe. Also, ich meine... Ich freue mich sehr. Eigentlich hat es das Winners Finals... Winners Semifinals? Winners Finals. Winners Finals. Schon genug gezeigt, dass das einfach zwei Leute sind, die wollen es... Die wollen es wissen. Die wollen es auf jeden Fall beide wissen. Die Und es geht los auf PS2. Mal wieder. Ich glaube, PS2 ist hier wirklich der Pick. Ich glaube, neben deren Character Main ist jeder hier auch einfach ein PS2-Main. So Stage-Main. Ja. Auf jeden Fall, Weißel hat die ersten Hits gefunden, ist aber natürlich sehr even. Wie wir das auch schon in Winners Finals gesehen haben. Die beiden sind eigentlich durchgehend even. Was ich interessant finde, ist, natürlich hatte Beisel jetzt hier eine kleine Pause. Ich frage mich, irgendwie redet da niemand so wirklich drüber, habe ich das Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, dass das immer noch so ein kleiner Vorteil ist, dass man nochmal kurz so wieder in die Ruhe schöpfen kann. Keine Ahnung. Oh, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, das kommt sehr auf ein Spiel an. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele das ausnutzen, dass sie noch jetzt gerade aus Losers Finals kommen, sehr warm sind, wahrscheinlich auch gerade sehr gut gespielt haben und einfach... Und es einfach wollen, weißt du? Also ich glaube, das kommt sehr auf den Spieler an. Und Becke killt nicht. Es gibt Leute, die sind sehr gut aus Losers und andere, die sind sehr schlecht aus Losers. Wir werden sehen, wie es läuft. Beisel findet den ersten Kill in diesem Grand Finals. Ich war leider noch nie in Grand Finals, deswegen kann ich das für mich nicht beantworten. Ja, das fragen wird wir Top sich Player. Ändern. Schon mal den Warte Teaser. Zwei Jahre. 2025 werde ich Grand Finals sein. So, auf jeden Fall immer noch sehr ausgeglichen hier. Beide, finde ich, spielen sehr solide. Sonst wären sie auch nicht in Grand Finals. Oh, der merkwürdige Abbie von SDN. Preise findet leider kein Punish. Diese Zone, die Beiste created, also ist wirklich beeindruckend. Ja, bin ich ganz bei dir. Und der F-Smash. Schön, schön. Beisel ist sehr, sehr gut darin, die Smash-Attacks zu finden, das muss man sagen. Mag ich auch sehr, wenn er Smash-Attacks einsetzt. Weil ich glaube, es ist ein sehr gutes Counterplay gegen Ike einfach. Ja. Vor allem, bin ich ganz wenn bei, Ike recovert natürlich, aber auch generell. Weil es halt einfach sehr viel Range hat, mehr Range als Ike. Und ich glaube, das hat SDN nicht so auf dem Schirm. Oh, die Dash-Attack ist sehr gut. Oh, die Art, wie SDN diese Dash-Attacks findet, ist auch immer... Wir haben schon in Winners Finals gesehen, manchmal waren die ein bisschen merkwürdig, auch in den Down wie einfach rein und wurde dann gecatcht von Beisel mit einem Punish, aber das gerade war eine sehr schöne Dash Attack, finde damit den Kill. Und somit ist SDN halt in der Führung im ersten Game. Ja. Hat halt natürlich auch eine sehr gute Range. Ja. Nice, schöner Grab. Beisel wieder an der Ledge, was kann er hier tun? Rollt und frisst den Up-Tilt. Sehr interessant. Und jetzt, ja. Beisel findet den F-Tilt. Oh, die Ken hat mir sehr gut gefallen da tatsächlich, aber SEN schafft es mit dem Side-V trotzdem dadurch. Sicher wieder an der Ledge. Die Down-It, son. Aber man merkt gerade, Beisel hat ein bisschen Schwierigkeiten zu killen. Ja. Also SEN ist bei 170%. Aber ich glaube, das ist auch typisch ein bisschen und? Für Dakan. Ja. Findet den Kill mit der Ken. Sehr schön, aber Beisel muss hier echt was rausholen, um dieses Game noch zu holen. Ist bei 123%. Ja, das ist wirklich jetzt Last-Hit hier für Beisel. Ja. Aber, F-Smash leider ein bisschen zu weit weg. Ah, okay, und die Down SDN holt das. Killt. Ich habe mir schon eingebildet, dass ich den Footstool ein bisschen gesehen habe. Ich hab's mir eingebildet. Ja, das war ein Phantom Footstool, oder? Oh, ich weiß es gar nicht. Also wäre es ein richtiger Footstool gewesen, weiß ich nicht, ob SDN das zurückgemacht hätte. SDN wäre tot nach dem Footstool, der war sehr tief unten. Wir sehen wieder PS2. Ich glaube, wir werden nichts anderes mehr sehen heute. Hot Take. Wer weiß, vielleicht überraschen die beiden uns ja noch. Wir haben ja hoffentlich noch ein paar Games vor uns, so wie es aussieht. Also, ich möchte ein Gentleman's Pick Grayscale Offensive.
Wir bekommen einen Daumen hoch aus der Regie. Ja. Wurde witzig gefunden, der Joke. Let's go. So. Schon wieder den Start. SDN hat die ersten Hits gefunden. Mm. Oh. Oh. Ah, okay. Ja, ja, nee. Down, oh, ja. Ja, okay. Der F-Smash. Der ja, und sehr Nair. Schön. Geht, sehr geht schön. Auf die Nair und SDN ist ja. tot. Zu sehr tief. Schöner erster Stock von Beißel. Kommt nicht mehr zurück an die Ledge. Sehr gutes Edge-Guarding, muss man sagen. Sehr clean. Ja. Ein sehr schöner aber Sack. Oh, SDN findet die Down-Air direkt mit den Taunts hier. Sehr schön. Hält das Ganze wow. Even. Also SDN lässt sich hier nichts mhm. bieten. Auf einmal man rüberguckt, die beiden Jungs lächeln, ja. die haben Spaß. Und das ist auch sehr schön zu sehen, dass nicht immer alles so krampft sein muss. Beide wollen natürlich den Sieg. Okay. Aber letztendlich spielen wir dieses Videogame auch, weil es einfach geil ist. Schöner Parry. Mhm. Okay, jetzt nicht so viele Hits hier. Ja. Beide strugglen ein bisschen, sind aber auch sehr vorsichtig. Mhm. Schöner Parry von SDN jetzt, die Antwort. Okay, oh, 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 das war eine sehr schöne Can, muss man sagen. War sehr und, gut. Und, nice. Oh mein Gott, Beißel ist das einfach... Das ist wirklich... Beißel spielt sehr hot gerade. Ja. Und findet krasse Setups. Oh, oh, das könnte, selbst schon, das könnte schon gewesen sein, ja. Ich glaube, das ist es. Ja. Und schon wieder GG. Gleiche Situation wie im ersten Stock. Ja. Dieser F-Smash ist einfach... Ja. Der trifft oben und unten an der Seite, der ja. trifft überall. Ein schönes 1-1 und wow, Peißel spielt sehr schön. Auch SDN natürlich sehr gut. Ich glaube, das wird ein Banger Grand Finals, sag ich dir. So. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, SDN muss im Gegensatz zu Beißel 6 Games gewinnen. Ja, Beißel muss noch 3 Das heißt, er braucht ja auch ein bisschen mehr Ausdauer. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch schwierig, wenn man halt aus Loser schon kommt. Ist natürlich spät in die Losers Bracket gefallen, aber trotzdem hat diese extra 1-2 Sets und es kann schon dann mit der Ausdauer schlauchen. Das war ein langer Tag. Ja. Wird auch schon langsam dunkel draußen. Ja. Draußen, die Kieler Skyline ist dunkel. Ja. Die aber hier geht's an. Ab. Hier geht's ab. Hier ist noch niemand müde. Beißel an der Ledge. Ah. Oh, aber SDN findet okay. echt immer sehr gute Möglichkeiten auf die Plattform von und jetzt PS2 hier wieder die zu gehen. Frisbee. Mhm. Die Frisbee gefällt mir wirklich sehr, dass es auch so ein ja. Combo-Tool ist. Mhm. Vor allem, was wir auch letztes Game gesehen haben, Frisbee Down Air. Ja, das ist das ein unglaubliches kickt Setup. Rein, ja. Ja. Okay. Schöner Fair von SDN. SDN jetzt hier ein bisschen aggressiv, ja. Und das ja, will ich sehen, das will ich das, sehen wirklich. Diese das sind Fair, die guten Edge-Guards, ich glaub, ja. die können sich beide gegenseitig so hops nehmen auf Stage. Ja. Ich finde grundsätzlich, auf dem Papier würde man vielleicht denken, Duck Hunt Ike, vielleicht nicht das interessanteste Matchup, ja. aber jetzt, wo wir das hier wirklich sehen, wir haben es in Winners Finals gesehen, wir haben es in Grand Finals und gesehen. Wieder und wieder der Down Smash. Wow. Ein sehr spannendes Matchup ja. tatsächlich. Fischt hier ein bisschen für die Frisbee, habe ich mhm. das Gefühl. Okay, Weak Nair und... Oh, da, das hätte gefährlich enden können. Mhm. Da landet man noch gerne mal unten in der Blast Zone, wenn man von dieser Abi getroffen wird. Ja. Immer sehr gefährlich. Okay. Ist den Gunman losgeworden. Oh. Findet die Can nicht. Oh, schön, das war schön, eine... Schön, schön, wow, schön. Wie Beißel das immer... Wirklich, wie ja. Beißel das immer findet, diese Confirms, ist unglaublich, wirklich. Sehr hohes Niveau. Oh, der Jablock. Was ist das Punish hier? Punish. Okay, findet nur den Down Throw. Aber trotzdem in einer guten Position ja. natürlich. Schön, schön viel Damage. Hat 75. Eine, jetzt wird es langsam eine komfortable SDN, Lead, ja. aber. Ah, schade. Ja, schon wieder kommt ist ja. leider. Ich glaube. Die Downbeat da wäre nicht nötig gewesen, ja. weil die sowieso zu niedrig war. Ja, denke ich auch. Vielleicht war es einfach nur zum Stallen, aber trotzdem findet den Weg nicht zurück ja. zur Stage. Und aber trotzdem noch in einer guten Position, finde ich. Hier sehen wir den Frame der, und Combo ja, Breaker. Der Dose in Combo Breaker. Und gerade bei solchen so Prozenten Damage will man wirklich. Sich das auch ja. erlauben. 100% Unterschied hier jetzt. Ja.
SCN braucht schon. Oh, oh, oh. SCN. Ah, will zurück Air dodgen, aber schafft's nicht. Boah, weiße zu viel Distanz. Sehr, ja, gut. Sehr hartes Gameplay hier. Ja. Wow, wirklich. Der Dalmatiner Duckhand. Lange her, dass wir so gutes Duckhand-Gameplay gesehen haben, wirklich. Wahrscheinlich das erste Mal Anfang zu Ultimate. Also, wow. Wirklich. Ich bin sehr beeindruckt. Worauf wird hier... Achso, auf den richtigen Skin. Wichtig, wichtig und richtig. So, das könnte... Es fehlt Beißel nur noch ein Game. Dann hat er dieses Tournament mit nach Hause genommen. Ja. Ihm fehlt noch ein einziges Game. SDN braucht noch 5. Das ist ein krasser Unterschied. 4. Naja. Vielleicht sind wir auch einfach zu dumm für Mathe. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, Beißel braucht nur noch ein Game. SDN braucht noch mehrere. So. Ja. Also, SDN darf auf keinen Fall jetzt ein Game verlieren, sagen wir Nein. so. Muss ich jetzt wirklich ranhalten. Und genau, und das versucht. War guter Versuch, ja, aber guter Versuch, aber leider ein bisschen misspaced hier. Und jetzt schlägt Beißel zurück. Ich glaube, Beißel muss sich jetzt echt wieder ein bisschen fokussieren. Sich sehr konzentrieren, dass er die guten Hits in YouTube findet. Mhm. Und wieder schöner gut spaced. Oh, knappe, knappe Kiste. Oh, diese Frame-Press von Beißel sind auch einfach zu gut. Er covert einfach immer so viele Options gleichzeitig, dass der echt F-Tilt, schwer der F-Tilt findet seinen Weg. F-Tilt findet immer seinen Weg. Ist das der Stock? Nein. Oder? Au, fast. Ja. Es ist der Stock. Das war genau das, was ich meinte. Beißel findet einfach einen Weg, in alle Richtungen durchgehend zu covern. Das ist echt krass. Props an ihn. Okay. SCN findet jetzt hier irgendwie keine Openings. Mhm. Der Jab misst auch. Okay, kriegt jetzt einen Grab. Was kommt? Oh. Okay, keine Fair. Schön ist die Eye von Beißel nach innen. Ja. Hätte die Abwehr bekommen vielleicht, können. Ja. Überlege ich auch gerade, ob Abwehr nicht die bessere Option gewesen schon wäre. Schon wieder die Dash Attack. Wir haben schon darüber gesprochen. SDN ist sehr gut mit diesen Dash Attacks. Obwohl dieser Move sehr punishable ist, wenn man ihn on Shield landet, findet er immer einen guten Weg, die wirklich zu hitten. Sehr wir impressive. Wir haben noch keinen, glaube ich, Up-Smash out of Shield gesehen von Beißel, oder? Oh, da fragst du. Frag mich vielleicht ob man noch das nicht. Also ich kann noch nicht auf. Ich glaube, Duckhunts Down und Up-Smash sind, glaube ich, auch sehr ähnlich, oder? Obwohl letztlich seine Smash. Oh, der Down. Wow. Wow, das war vielleicht ein DI-Mix-Up. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es wirklich killt, wenn man perfekt raus DI'd. Ah, boah. Schöne Kombo, schöne Kombo. Beißel liegt jetzt zurück, scheint das aber sehr schnell wieder aufzuholen, diesen Stock. Oh, kick die Dose weg. Weg mit der Dose. Die wollen wir hier nicht. Okay, wow, Low Profile, die Frisbee mit dem Downtilt, sehr interessant. Und oh, schön, wow. Combo. Diese Confirms, also, diese Confirms von Beißel sind einfach unglaublich. Einfach sind, wie er das so oft hinkriegt, ist wirklich ein Rätsel für mich. Ist echt beeindruckend. Man könnte echt so eine Beißel-Highlight-Compilation machen und quasi das halbe Game immer reinpacken. Es ist krass. Dose, the movie. Now coming to your cinemas. Wow. Und wir haben Tournament Stock. Haben Tournament Stock. Oh shit. Jetzt, also SDN kann sich wirklich hier gar nichts mehr SDN, erlauben. SDN liegt sogar prozentmäßig zurück. Das kann... Mhm. Aber es kann sich natürlich auch schnell ändern. Ja. Back Air. Nur noch einen einzigen Stock. Findet nur noch wenige Hits trennen Beißel von diesem Tournament. Hätte diese Back Air gehittet, ich glaube, das wäre es gewesen. Ja. Und jetzt muss SDN wirklich seine Nerven hier behalten. Ja. Er kann es definitiv rausholen. Auf jeden Fall. Aber er ist halt auch selber... Ja, oh, er schön, findet die Back Air. Schön. Wir sind ausnahmsweise mal wieder in Game 5. Es bleibt spannend. Die Jungs sind zu beeindruckend, wirklich. Immer wenn man denkt, es ist vorbei, die beweisen einem immer das Gegenteil. Sehr spannend.
Da wird gar nicht groß nachgedacht. Das ist so spannend. Da muss ich sogar kurz trinken. Leute, auch zu Hause immer schön Wasser trinken, schön hydriert bleiben. Stay hydrated, Leute. Game 5. Wow. Weiße ist schon wieder nur ein Game davon entfernt, das Tournament zu holen. Aber auch, man muss im Hinterkopf behalten, SCN braucht nur dieses eine Game und es ist wieder komplett even. Ja. Und das Ding ist, natürlich, wenn man jetzt wieder so reversed wird, ist natürlich die Mentalität hier, kann man seine Probleme mit haben. Auf jeden Fall. Weil man natürlich auch dann Angst bekommt, dass einem das hier durch die Finger läuft. Auf jeden Fall. Und das ist auch nicht nur ein Ding von Spielern so auf Lokalniveau, sondern auf Weltklasse. Ja. Wie wir wahrscheinlich das bekannteste Ultimate-Set, ne? Evo 2019 Grand Finals. Ja. Dürfte jeder kennen. Ja. Also wirklich, man muss die Ruhe bewahren, Nerven haben. Aber einfach immer in dem Wissen bleiben, dass es nie vorbei ist. Genau. Einfach ist Chancengleichheit, ne? Und wir haben ja gesehen, Beißel weiß, wie man Sets von SCN nimmt. Mhm. Haben wir jetzt erst im Winners Finals gesehen, also... Okay, Jab. Haben wir auch noch nicht gesehen, glaube ich. Wahrscheinlich einfach nur schnell Get Off Me Ocean. Okay. Beide hier sehr solide, geben sich ein bisschen Abstand, geben sich so den Raum. Und die SCN, Dash Attack. Die Dash Attack, die SCN Dash Attack. Wirklich. Ist wie so ein... Wie so ein Rambock ist diese Dash Attack. Einfach durch alles durch, durch die Can, durch den Gunman. Wirklich. Oh. Da ist er mit den Can-Conversions, auch wenn sie nicht killen, er findet sie immer. Der Damage ist halt immer noch praktisch so. Ja. Auch bei den Prozent. Auch die Stage-Positioning, weil natürlich auch. Da kann leider nicht so früh killt. Das ist immer nützlich. Ja. Man will jeden Prozent als Sackhand mitnehmen. Und wir sehen schon wieder, bei 170% ist SDN. Aber wird geerdocht. Aber ist jetzt auf Stage und knapp mal wieder mit der Dose. Aber er ist zu niedrig. Tatsächlich, SDN hätte ich nicht gedacht. Wir haben wieder ein Even Game. Wow. Naja, fair. Bread and Butter. Die Frage ist, wird jetzt Beißel heute NIZ Geschichte schreiben? Schafft er es? Oder ist SCN zu gut? Bisher sieht's aus. Das war sehr gefährliche Situation für SCN gerade. Noch sehr beeindruckt, muss ich sagen, von Beißels F-Tilts. Also, er findet da immer so einen kleinen Spot, den er hitten kann. Und auch wenn die ihm vielleicht prozentmäßig oder halt killmäßig nichts bringt, ist immer gut für Stage Positioning. So. Das war ein fragwürdiger Airdodge. Okay. Das war der Kill. Beißel trennt mal wieder nur ein einziger Stock von diesem Tournament. Aber SCN findet mal wieder den Kill. Er findet einfach die Edgeguards. SCN ist viel zu gut in solchen Situationen. Er killt immer früh. Wirklich. Und SCN sieht gerade sehr gut aus. Ja. Aber Beißel schafft es von der Ledge zurück. Okay, wir sehen hier jetzt gerade das... Ja, ich glaube, wir sehen jetzt hier, dass SDN wirklich mit Absicht zur Dose läuft und shieldet, damit die Dose einfach weg ist. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr gutes Counterplay hier. Strategisch. Damit die wirklich so on-shield explodiert. Ja. Und der sich nicht mehr darum kümmern muss. Er findet die Can, findet aber den Up-End. Knapp. Das hätte sein können. Schöner Der Rapid Jab für die Prozente. Und Beißel braucht jetzt noch einen guten Hit. Upthrow. Oh mein Gott! Was? Was ist da gerade passiert? Oh mein Gott! Der SCN mit dem Reset Upsmash! Oh mein Gott, was passiert hier? Holy shit! Holy shit! Okay. Holy fucking damit, fuck, Alter! Damit. Oh. Mein Herz! Hat Beißel jeden Vorteil jetzt wieder verspielt, beziehungsweise SCN sich wieder. Nicht den Vorteil nicht verspielt. Naja, aber. Doch, naja, er hatte ja einen Vorteil, den Z-Vorteil, aber
Jetzt ist wieder alles off. Beziehungsweise, wow. Ja. Damn. Es wird alles offen. Wir sind in Grand Finals Reset, Leute. Ist das zu glauben? Die Leute haben ein Game 5 nach dem anderen, wirklich. Also von diesem Up Smash muss ich wirklich nochmal das Replay sehen. Der hat so früh gekillt. Die Brain Power dahinter, dass er den gefunden hat. Es ist einfach unglaublich. Einstein. SCN findet einfach immer diese frühen Kills. Jedes einzelne Mal. Das ist unglaublich, wie er das schafft. Aber auch Beißel, wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Beißel, ein wieder schön sehr, sehr guter Spieler. Okay, damit stehen die beiden jetzt wieder für dieses Tournament 1-1. SDN. Ja, diesmal Down Smash. Das war nicht gut von Beißel. SDN hat sich sehr gut angepasst. Offensichtlich, ja. Sehr gut adaptiert. Okay, was passiert hier jetzt? Ledge Trap, ja. Sehr schön, Erdosch. Backthrow. Mhm. Okay, ja, schön. Ja, oh. Oh, der Late Hit von der Nair. Das war sehr gut. Hätte ein gutes Setup sein können. SDN findet es mit zwei Rolls zurück zur Sage. Ist aber schon wieder auf Sage und. Ah, schade. Beißel findet noch nicht ganz den Kill, aber ist weiterhin sehr. Oh, ja, wieder ein bisschen zu weit weg. Der Smash, ja. SCN schafft es wieder zurück zur Stage. Aber er muss jetzt hier wirklich kämpfen. Schade. Sah so aus, als wäre das der Kill. Mhm. Aber Dose verfehlt leider. Und sehr guter Airdodge von SDN. Schätzt das richtig ein. Oh, was war das? War das der Gunman? Was, die Downby oder? Ich habe nicht gesehen, was da gekillt hat. Ich habe es auch nicht ganz gesehen. Ja. Okay, war's. Ah, schöner Punish von der Getup Attack. Ja. Aber sehr guter Damage. Und Beißel ist jetzt hier wieder an der Ledge. Und jetzt. Ja, das ist wo Beißel sein Stuff bekommt. Das ist gefühlt schon der Beißel Bread and Butter einfach. Das ist, wo er sein Geld mitmacht. Einfach diese Setups, die er immer findet, sind. Wirklich unglaublich, ich habe schon mehrmals gesagt, aber so, beide warten ein bisschen, geben sich ein bisschen Platz. SDN hat noch die Stock-Lead, aber die kann auch sehr schnell wieder weg sein. Schöne Frame-Trap hier. Mhm. Wir sehen grundsätzlich sehr häufig die Frame-Traps mit der Abwehr von Beißel, habe ich das Gefühl, bisschen, oder? Komisches Positioning hier von Beißel, ist jetzt auf Stage und muss jetzt wieder auf die Stage zurückkommen. Getup Attack und damit die Can wegkicken, das ist ja. Sag, die Setups hat er einfach drauf. Bruder. Der hat diese Setups einfach drauf, muss jetzt aber SDN trotzdem killen. Er muss diesen Kill finden und Can ist leider. Das ist der Gunman. Ja. Der treue Freund. Der gute alte Ganove, leiste gute Arbeit. So. Oh, sehr schön. Oh, ist das hier ein Reversal? Ah, schade. Ah, leider nicht. Aber trotzdem sehr gut gespielt von Beißel. Okay, beide werden von der Can getroffen. Mhm. Die Dose. Ah. Findet nicht ganz das Setup. Oh. Nein. Nein, das war. Also. Ich weiß nicht, was Sakurai da gemacht hat. Bisschen lächerlich. Aber irgendwie hat er wohl nicht mit eingerechnet, dass es die Ei gibt. Oh, ich frag mich, ob da nicht Upthrow in die Dose gekommen wird hätte. Aber ich wollte, auch. Wollte vielleicht eher die Stage Control hier. Das kann gut sein, ja. Okay. Oh, das. Oh, was? Oh. Ist das. War das der Down-Tilt? Ja, das war's. Ja, das sehr war's. Schön. Wow. Ich weiß nicht, es war der Downtilt, oder? Das Game. Ja. Es war der Downtilt. Beißel findet immer diese Möglichkeiten, SCN in so eine sehr unangenehme Position zu bringen und wandelt das auch meistens. Ein Ass im Ärmel. Immer ein Ass im Ärmel. Auch wenn man denkt, oh, so als Ike, ich hab's wieder perfekt zurück zu Sage geschafft. Beißel macht dir einen Strich durch die Rechnung, wirklich. Beißel
holt sich das erste Game in Grand Finals und zeigt somit, dass er nicht frustriert von dem Reset ist und dass er immer noch in einem guten Mindset ist. Was sehr wichtig ist, um dieses Grand Finals zu gewinnen. Wie gesagt, wir befinden uns in Set 2. An die Viewer, die gerade reinschalten von zu Hause. Den True Finals. Wir sind im True Finals. Ja, ja. Oh. Dose mal wieder gefährlich. Ich frag mich nur, Finn, wird es heute schon das dritte Game 5 zwischen den beiden? Das werden wir sehen. Also abwegig ist es auf jeden Fall nicht. Nein. Und die sind so auf einer Ebene. Aber so wie Weiß hier gerade spielt, wird es schwierig für SDN. Auf jeden Fall, ja. Schwierig ist das sowieso. Die beiden sind auf so einem hohen Niveau. Das ist alles schwierig. Okay. Kickt die Dose weg. Interessant, dass sie nicht explodiert ist. Oh, der Shield Poke, das ist natürlich bitter. Vor allem, dass es auf Stage sendet. Ja. Aber SDN macht sich nichts draus. Leben muss weitergehen. Hast du eigentlich gerade gehört, für wen die im Hintergrund gerufen haben? Nee. Das kann man immer so schlecht verstehen. Oh. Ist das? Kann das was werden? Nein. Ah, ein bisschen zu lange gepammelt hier. Zu lange gepammelt. Hat das Setup nicht ganz gefunden. Aber man muss ja auch sagen, das ist schwierig, gerade mit den Leichen, die AI-Mix-Ups, die SDN dann trotzdem noch hat. Ja. Oh, trifft sich mal wieder selbst mit der Dose. Wir sehen es hier. Das ist natürlich auch ein interessanter Faktor, dass Dakan sich immer selbst damit noch treffen kann. Ja. Und das hat tatsächlich gekillt jetzt über die ganze Stage. Über die ganze Stage. Und wir sehen wieder, Dakan hat einfach leider manchmal Probleme zu killen. Ja. Also SDN ist schon bei 195 gestorben. Das sind Chic-Prozente. Das sind wirklich Chic-Prozente. Ja. Aber wer da diese Falling Upper gefunden hat, noch aus dem Confirm raus. Grundsätzlich, wie spontan die beiden jeweils noch die Confirms finden können. Das ist in abtrünnigsten Situationen wenig. Schöner Jump Reader. Mhm. Wieder mit der Nair. Ja. Okay. Irgendwie, SDN will hier sehr badly high recovern. Ja. Wurde auch krass dafür gepunished jetzt. Ja. Und was sehen wir hier? Frisbee Back Air. Classic. Footstool. Oh. Wieder ein bisschen zu weit weg. Mhm. Wahrscheinlich ist er immer schon so in der Ledge-Trap-Position und sieht dann, okay, ich kann jetzt für diesen F-Smash gehen, aber ist dann nicht in der richtigen Position für den F-Smash eben. Ja. Müsste dann wahrscheinlich eher ein bisschen nach vorne dashen. Mhm. Findet die Up-Air mal wieder. Weißel ist mal wieder in der Lead. Mal sehen, was er daraus machen kann. Die Dash-Attack, der Rambock. Der Rambock, der durch alles durchfetzt. Ja. Die findet SEN wirklich immer sehr gut. Schöne Combo. Keine Sheep Pressure hier, wie extenden. Viele Dosen und Up-Airs kann SDN Sheep tragen? Die Can into Grab, das auch. Oh, landet off stage. Mhm. Kann SDN den Kill finden. Schöner Stall. Schöner Stall mit Wind Down B. Sehr nice gemacht. Aber, ja. F-Til findet seinen Weg mal wieder. Ist das ein Setup? Ja, schön. Aber findet die Backer leider nicht. Oh, das war ein sehr riskanter Air-Dodge, meiner Meinung nach. Ja. Aber hat sich wird ausgezahlt. Nicht dafür gepunished, genau. Oh, hätte sich fast in seine eigene Dose Combo, keine Ahnung. Okay, jetzt spielt Beiße hier wieder ein bisschen defensiver. Mhm. So, und ein bisschen mehr, aber der Grab SDN und dann Down findet wieder findet immer die frühen Kills. Und wir sehen schon wieder SDN 142%. Weißel muss es irgendwie, das Problem. Er muss es zuverlässiger schaffen, auch wirklich eine Kill zu finden. Es ist echt schwierig als Dakant, aber er hat uns bewiesen, dass er das kann und bin auch zuverlässig, dass es weiterhin gut läuft. Okay. Mal wieder auf den Skin warten, aber alles bleibt beim Alten. K
keine Veränderung hier. Keine Stage-Counter-Picks. Finde ich sehr interessant wirklich, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Darkhand auch wirklich Stages hat, auf denen der Charakter besser ist. Vor allem halt Stages, wo man viel Platz hat und auch wirklich gut zone kann. Irgend sowas wie, keine Ahnung, Hollow Bastion oder Carlos. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob Carlos wirklich krass gut ist. Aber sie bleiben PS2 treu. Ja. Komme, was wolle. Oh, das sollte wohl ein Dragdown-Up-Smash werden. Aber ich, sehr interessanter Versuch, ja, finde ich. Ich weiß nicht, ob das so ein True-Combo ist, aber man kann es ja mal probieren, so einmal pro Set. Ja. Einfach als Mix-Up bereithalten. Ah, die Ken ist noch nicht ganz und SEN schon wieder bei 180, ist aber tot. Zu tief. Zu tief. Weiße geht zur Ledge. Schöne Get-Up-Attack. Oh, sehr, ja, die Get-Up-Attack, da war wirklich eine Layer mit drin. Hat gesehen, dass er die, oder er wusste, dass SDN die Can wegkicken will und ist dann auf die Get-Up-Attack. Ja. Sehr schön. Und catch mal wieder den Jump. Ich mag auch Beißel, ja, ich mag die Nairs von Beißel auch sehr gerne. Oh, aber oh. Das sah fragwürdig die aus. Hungrybox die Ei, würde jetzt mancher sagen. Manch Hater würde das sagen. Und SCN, wenn er einmal die Hits findet, ein klarer Vorteil ist, dann findet er auch die Prozente. Er schafft das immer. Oh, sehr schön. Ja. Wieder. Ich finde aber auch Weißel, was bei Weißel sehr gut ist. Catch wieder den Jump. Was ich an Weißel sehr gut finde, ist auch einfach, dass er, wenn er weiß, er findet die Confirm, wenn er das rechtzeitig merkt, dann geht er auch einfach zurück und hofft einfach um eine bessere Stage-Position. Das mag ich sehr gerne, dass er nicht so greedy ist. Auch zum Beispiel, ja, Beispiel, wenn er sieht, okay, auf die Frisbee kann ich jetzt kein Aerial Confirm, dann eher mal gucken, ob man irgendwie was mit der die Dose machen kann. Das ist wohl echt ein Dauerthema, die Prozente. Beide Leute sind gerade bei Kill-Prozent. Oh. Oh, schade, das hätte der Kill sein können. Und auch müssen. Oh, das brenzliche Situation hier für SDN. Hä? Beißel muss realisieren. Das Beißel war sehr interessant. Beißel muss realisieren mit den hohen Up-Airs, um SDN zu catchen, dass SDN da bisher jedes einzelne Mal geairdodged hat und sollte vielleicht da mal auf den Read gehen. Ja, ja. Gut bemerkt hier. Ja. Und schöne Angle von der Dose hier. Und mal wieder der Beißel Classic. Beißel Classic. Irgendwas into Can, into Aerial. Das ist wirklich. Ja, SDN ein bisschen zu greedy mit dem. Ja, ja. Ah, mit dem Abi, den mag ich nicht. Diese Air Dodge rein hier. Mhm. Ich frage mich, ob man das nicht auch heftiger punishen könnte. Ja. Ich will mal den F-Smash sehen. Mhm. Aber ich bin nicht Beißel und ich bin nicht in Grand Finals, also. Ja. Gibt wohl guten Grund, dass sie beiden auf der Stage sind und nicht wir. Okay. Wir sind wieder Last Dog. Haben wir überhaupt schon einen Two-Stock gesehen zwischen den beiden? Ich bin mir echt kann mich nicht dran erinnern. Alles sehr close, die Games auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Wieder. Oh, das hätte gefährlich enden können. Manchmal passiert es ja, dass man irgendwie unter der Stage hängen bleibt, weil da ja so eine Kante drin ist. Aber glücklicherweise für SDN ist das nicht passiert. Ja. Dash Attack. Sehr leise jetzt hier. Ja. Niemand will zu stark committen. Das sehen wir grundsätzlich zwischen denen. Die haben so eine hohe Ebene an Respekt zwischen sich, dass die einfach wissen, der Gegner ist immer auf die Option, der ist immer ready. Diesmal ist die Dose explodiert bei der Side B. Mhm. Ich frag mich, woran das lag. Wahrscheinlich, die hat ja auch eine bestimmte Anzahl an HP, ne? Genau. Eine bestimmte Anzahl an, Oh mein Gott, was war das? Aus was dem war Nichts. Diese Can? Wirklich? Das war, ich glaube, das war nicht die Dose, oder? Nein. Ich glaube, das war die Down-Bee. Ich glaube, das war ein Gunshot. Das kann auch gut sein. Weil ich glaube, die Dose hätte nicht gekillt. Ja. In der Situation. Oder zumindest nicht in dieser Launch-Angle gesendet. Ja, und Beißel
auf jeden Fall sehr gut dabei. Hat wieder zwei Games. Beißel braucht jetzt wirklich dieses Game. Er braucht es. Er hat mit einmal tief durch, sehen wir. Und wir sind gespannt. Auch die Nerven, frage ich mich. Ich habe tatsächlich bisher noch nicht großartig gesehen, dass die Nerven bei den beiden Jungs eine Rolle spielt. Die bleiben die meiste Zeit sehr ruhig. Ja, aber natürlich muss man auch sagen, die sind das schon gewöhnt. Das ist nicht das erste Mal, dass sie hier aufeinandertreffen. Ja. Und auch ansonsten nicht das erste Mal, dass die im Grand Finals sind. Also. Aber grundsätzlich so ein Reset ist sehr aufregend, sollte man eigentlich denken. Oh ja, ja. Da war die Dash-Tag ein bisschen zu greedy. Zu gierig. Und SDN wartet einfach in der Ecke, shieldet. Ja, schön. Und wartet einfach alles ab. Schön, oh, schön. Die Can. Alles gecovert hier. Punish damit den frühen Side-B. Ah. Ja. Schade, findet nicht ganz den F-Smash. Aber trotzdem immer eine schwierige Situation für SDN von der Ledge wieder zurückzukommen. Beißel ist sehr gut in diesen Situationen und die findet die Up-Air. Die Up-Air bei hohen Prozenten. Ist ein solider Killmove. Ja. Aber nein. Was ist hier der passiert? SD, oh mein Gott. Das kann groß sein, das kann groß sein. SDN. Das wird jetzt schwierig. SDN, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ob das ein Missing Put war, wahrscheinlich schon. Das muss wehtun. Ja. Da ist man. Oh. Das muss wehtun. Da hat man den Reset geschafft. Ja, das muss mental jetzt auch. Oh, ja, auch mentaler Schaden sein, wirklich. Oh. Okay, SDN findet den Kill und wir wissen, was er drauf hat. Wir wissen, wie gut er zurück, wie er Games zurückholen kann. Ich wäre nicht überrascht, wenn kann wir ihn wieder in Game 5 sehen. Sieht schwierig aus. Schwierig, Fall, aber nicht unmöglich. Ja, der mentale Druck ist einfach riesig. War Beißel, bisschen in der Ecke, wirft ein bisschen die Can hin und her. Oh, das kann... Ja, jeder Prozent ist wichtig für SDN. Er muss jeden Prozent mitnehmen. Um auch interessant, wir haben noch keinen Down-Air-Versuch von SDN gesehen, glaube ich. Was doch, also im Winners Finals hatten wir einmal einen, aber nicht in Grand Finals. Ja, in Grand Finals hatten wir noch keinen. Ich weiß nicht, ob die schon so viel Erfahrung haben, dass SDN weiß, dass es nicht sehr gut funktioniert. Oder ob er einfach keinen Bock darauf hat. Ja. Ich glaube, er hat auch vielleicht ein bisschen Angst vor der Can und er möchte jetzt wirklich keinen Hit riskieren. Er läuft einfach hin. Grab Beißel. Oh, ist es das? Jetzt ist wirklich... Oh mein Reverse Gott. Reverse hier. Last SDN, Stock Situation. Wieder beide Last Stock. SDN muss aber jetzt sehr aufpassen. Oh, er grabbt ihn ganz ruhig. Der Combo Breaker hier, die Dose. Jetzt, SDN, das sieht sehr ruhig. Gefährlich aus. Das sieht sehr, sehr gefährlich aus. Aber diese Side-Bees von SDN zurück zur Stage, die sind also häufig sehr gut getimed. Wäre ich in SDNs Position hier, mein Puls wäre bei 100, ja, 190. Würde mir in die Hose machen. Schon als Zuschauer. Oh mein Gott. 1 auf 7. Ja. Und über 200 jetzt. Wow. Und ist es das? Das ist das Game. GGs an beide. GGs also an wirklich beide. Großartiges sehr Set. Knapp. Schade, dass... Dieser SD ist natürlich sehr unglücklich gewesen, aber trotzdem hat sich SDN sehr gut geschlagen. Wow, wirklich. Was ein Grand Finals, ja, oh mein Gott. Dass es am Ende noch so knapp wurde, obwohl er aus Losers kam. Wirklich. Auf jeden Fall. Allein das Reset, Chapeau. Wirklich Chapeau an die beiden. Und das Reset und dann nochmal, obwohl man Reset wurde, nochmal die Mentalität zu finden, das dann wieder zu holen. Ja. Und 3-1, das wirklich krassen Respekt aber an die natürlich beiden. Auch Beißel, also wirklich... Ich habe noch nie so gutes Duckhunt-Gameplay gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich lehne mich auch aus dem Fenster und sage, ich auch nicht. Schon seit Jahren sind die beiden, ja, wirklich wow. Achso, einmal die Medaille. Ich weiß nicht, ob... So, Beißel. Beißel hier soll jetzt ich einmal on stream kommen, so in die Cam. Die Homies gratulieren ihm. Achso, ja. Wollte ich auch gerade fragen, ob es noch ein Interview gibt. Wir haben jetzt natürlich keine Fragen vorbereitet. Aber möchtest du dich nochmal ransetzen? Ja.
Moin. Na. So, die ist für dich. Möchtest du sie selber aufsetzen oder soll ich dich krönen? Ich bitte dich, kröne mich. Bitte sehr. NEZ Champion vom NEZ Rising Nummer 7. Mhm. Sehr beeindruckend. Ja, muss ich auch ehrlich sagen, das hatte ich schon lange nicht. Also das letzte Mal, wo ich richtig Erster geworden bin, war Smash 4 Zeiten auf NEZ. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Sonst mal den zweiten Platz, so sagen, Platz ja. bekommen. Und jetzt irgendwie gegen Rufen ganz komischerweise mal gewonnen. Und dann jetzt nochmal gegen Schattenige Nacht zweimal. Und das mit dem Reset, das war schon auf jeden Fall sehr heftig. Aber im Grunde genommen war das alles sehr spannend. Ich meine, Ike ist schon auf jeden Fall, oder eher gesagt, Schattenige Nacht ist schon auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Hast ja gesehen, wie er mich punishen konnte teilweise. Ich hatte 70% oder 80%, er hatte 140%, er macht Down Tilt to Back Air, wo ich dachte, wow, richtig gut. Gone. Einmal kurz vor. Ja. Let's go. Also, du würdest sagen, du hättest nicht damit gerechnet, dass du heute gewinnst? Nee, also wie gesagt, ich dachte, oh, Rufen am Anfang, das ist immer so heftig. Also unter Rufen habe ich sehr viel Respekt, der spielt einfach so einen krassen Chrome. Und Schatten der Nacht ist mal so, mal so. Also es ist immer 50-50%. Ich glaube, du musst Mute? Foto machen, ich verstehe nicht. Ach so, okay, dann sage ich mal ganz abrupt Tschüss fürs Erste. Danke. Ich weiß nicht. Nee, aber trotzdem danke. Ach so, vielleicht bin ich danach wieder da. Ach aber so, okay. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Ach so, Foto, warte, ich gehe nach links. Oder? Warte, du hier oder? Markus, du mit links. Bei uns steht es gerade 2-2 im Grand Finals. Doubles. Let's go, noch eins von unten. Ja. Sehr gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier noch weitergeht oder ob wir jetzt gleich aufhören. Ja, was kann man noch dazu sagen? Also auf jeden Fall wildes Event. Wildes Event. Auch wenn wir beide jetzt nicht so erfolgreich waren. Aber es geht nicht um uns. Ja, ja. Es geht um die beiden. Und wirklich. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Starkes und auch Tournament. Zu kommentieren, es ist eine Ehre. Auch sehr geil, dass man hier einfach gewesen. So ans Mic gehen darf. Ja. Und einfach mal kommentieren darf. Auch sehr großen, wild. Großen Shoutout an die beiden TOs, die das hier heute gerockt haben. Cobra ist, glaube ich, der Tag von Lennart und DNL. Ehre auf jeden Fall, dass die das hier organisieren. Und ja, krass, dass es so ein schönes Monthly in Kiel gibt. Also krass, dass die das auf die Beine gestellt haben. Bockt. An der Stelle könnte man vielleicht auch nochmal ansprechen, weil das wurde ja auch heute gesagt, dass DNL demnächst nicht mehr in der Lage sein wird, das hier zu hosten oder halt das zu organisieren. Ja. Und dass deswegen Ersatz gesucht wird. Also wenn irgendjemand, ob hier oder zu Hause, Bock hat, ein Smash-Turnier zu organisieren, fühlt euch frei, auf Discord Leute anzusprechen oder einfach hier vor Ort. Wäre das auf jeden Fall sehr gewertschätzt. Es war eine Ehre. Dankeschön fürs Zuschauen und out. Bye bye.